alles. Als der Kaffee gut? Oh, und das ist voller Bär. Das ist wie all der. So. Bist du krank? Nee, für was? Aber es passt sicher, dass der gut geht. Ja, das war noch nie so gut gegangen. Ich hätte nicht so eine Länge lassen. Sherry, wo bist du? Servus, sind du aus Tordirat? Gut. Luis, wie geht's dir? Also doch, Luis. Matthias, schönen guten Morgen. Komm, Luis. Was gut? Du, den Morgen noch, du. Morgen. Morgen. Lieferung vom Mivel Geschäft. Holz. Lieferung vom Mivel Geschäft. Holz. Knurrt. Wohin sollen wir ihr das schöne Stück heute stellen? Nicht schon, aber. Sind wir falsch hei? Ja. Kann ich von so, ja. Du Topato! Entschuldigung, ich befürchte mich mit Jerry Lister permanent flehen, aber wirklich, all Chaos. Es war noch was, das wäre wirklich dann süßer, dass ich alles vieles richtig gemacht hätte. Jerry, wie oft tun ich doch schon gesagt, wenn du für die Lieferung telefonierst, sollst du die Adresse wiederholen, an den Stock abschreiben? Es schon. Die Adresse abschreiben und wiederholen. Sonst, die Stadt hat es verdient, mehr. Hij braucht man sowieso keinen, weil das nicht wisst, hij aufnehmen ihn. Gute Beja, gute Beja, was ein Kipsche für den Wichse. Gute Beja, gute Beja, was ein Kipsche für den Wichse. Ich verliere euch alle einen guten Merci so für die lustige und anstrengende Tisch, die ich mit euch hatte. An dem Gundula und dem Esmeralda auch noch ein großes Merci, weil sie mir dann abgemerkt haben und ich habe gesehen, wie flott er das von ihnen der Fred kann schenken. Und dafür habe ich mich entschieden, für Martin an Tour zu gehen. Martin. Oh, 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 oh. Hey, aber es an der Stamm. Ich habe mich aus dem Haus versucht. Herr Frasch? Ja. Ich als Versicherungsagent kann ich versichern, dass er nur mit den zwei Tussien mega gut. Er wird immens lustig, wenn mich das garantieren ich. Und wenn er Madame geht, ich werde mich gut mit der Madame kümmern, den Abend. Schön, aber nein, froh. Fällt mir mal, was im Würstchen am Kamion steht. Mal die schöne Schafte schenken, nicht ich? Bitte schön noch ein Freund, ich. Um mich? Ja. Oh. Mein Bürostuhl. Ja. Was hat er dir gebraucht oder wo hast du ihn? Ah, der Bürostuhl. Scheiß, das hat er erst dir. Was Gott! Und er sind dann nochmal so ein Theater hier abzufeiern. Erna, Schwesterchen, wo kommst du denn hier? Was bist du hier? Ich hier komme, weiß ich nicht. Was ist hier, Mann? Ja. Man muss erst feiern, kann man sein Kiew. Und nicht am 30. November. Das ist ja für 25. Kehr, dass der Gardenheim von Hohen seine Basis der Bienfaisance heute zu Hohen an dem Prompjesal organisiert. Das ist schon eine lange Tradition, 25 Jahre, als nicht recht gegüchtet. Wir sind auch immer froh, dass wir Aussteller finden, die bei uns kommen, für hier Wuren anzubieten. Und noch mehr froh sind wir, dass mehr Leute bei uns kommen, für die Sachen anzugucken und noch mit heim holen. Es sind ganz viele Sachen, die in den Kontext von Kirchtag gehen oder Kadoen. Das auch gibt für Gittfrieden als eine Möglichkeit, dafür etwas zu finden. Das haben wir aber zwei Neuigkeiten.
Das eine, das sind als Kalenderen, die haben als, wie soll man nennen, als Hobbymaler, als Montagsmaler gemacht, wo ihn, den ich kann daheim abhängen, aber ich kann aufreißen, für all das zu wissen, wo ihn drin ist. Wie du auch an Runa wenig könnt gesehen, das sind die Füllen an Nachthäuserchen, die den Siegel baut, während den Winter meint. Und für das wir gut mit dem Siegel zusammen schaffen, können wir ihnen proposieren, wir geben die vielen Häuser schon 4 für sie verkaufen. Das ist ein Prämie, sind die ersten, die dieses Jahr hier an die Öffentlichkeit verkauft gehen. Sie mir gehen mit dem Siegel auch ganz gut ins, die helfen uns, für alles abzurichten, an den Töcher an Stil zu setzen, sodass wir da ein gut Zusammenarbeit tun. Da wollte ich aber nicht vergessen, als ein Aussteller auch ein extra Merci zu sagen, aber auch meine Leute aus dem Komitee, die Hand, wirklich Hand aufhaken, für das Ganze zu organisieren und abzurichten. Nicht vergessen würde ich aber zum Schluss nach den Dorf, den wir das Jahr machen, also wir machen hier in den HIS, Hospital Interkommunal von Stengefurt, wo wir schon seit einer ganzen Reihe Jahren helfen für den Garten, den du gemacht hast, für die Leute, die hier leben, für den aufrechtzuerhalten, auch für uns zu erhalten. An den letzten Nachricht, das wird man wahrscheinlich an der Assemblée Générale nach der Leitung mehr konkret machen, dass wir versuchen, in anderen Saal zu finden an der Gemeinde. Weil wir kriegen immer das Problem, dass die Accessibilität von Pompiersaal ganz schlecht ist für Leute, die mich schlecht zu Hause sind. Der Neuenschwieg geht dieses Jahr für die zweite Kehr von Sonntag an dem Conseil National des Femmes mit der finanziellen Unterstützung vom Ministère de l'Égalité des Chances an der Œuvre Nationale de Secours Grand Duchesse Charlotte organisiert. Thema, wie ihr alle wisst, Let's Say No to Violence Against Women. Die Stengefurter Gemeinde ist dieses Jahr auch dabei. Farblich sind Aktionen durch die orange Farbe gezeichnet, als Gemeinde als orange belicht. Und mit einem Quiz an einem kleinen Trippeltour wollen wir auch ein Zeichen setzen. Es gibt sie. Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Es gibt sie in verschiedenen Formen. Und leider gibt es auch zu Lützeburg an alle Schichten, vom Arbeiter bis zum Banker. Aber es gibt auch häusliche Gewalt gegen gleichgeschlechtliche Partner, gegen Eltern und gegen Kinder. Ein Glück an unserem Gesetz ist die psychische Gewalt, die bis jetzt nicht strafbar war. Ich hoffe, so als es ja mal von der neuen Regierung vorgesehen, dass so sehr wie möglich das Gesetz an Angriff geholt wird. Wir als Politiker sind auch gefordert. Frauenhäuser sind für Notsituationen gedurcht. 220 Plätze gehen es momentan halt zu Lützeburg, aber es geht bei weitem nicht durch. Wir brauchen Wohnungen. Die Frauen sollen normalerweise 3 Monate betreut gehen. Mit den Frauen, die sich schon jahrelang, die wohnen schon jahrelang da, obwohl sie eine Arbeit tun. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, ein Appartement direkt in ein Frauenhaus zu verlohnen, über eine Konvention aus der Loi gesichert. Die Gewalt soll thematisiert gehen. Immer. Es darf kein Tabuthema bleiben. Als Kommission hat sich als Aufgabe doch gesagt, an den nächsten Jahren die Charta zu unterschreiben. Das wollen wir 2019 an Angriff holen. Und es wird schon ein Zeitchen dauern, bis wir das doch umgesetzt haben. Wir brauchen einen Plan d'Aktion, wo auch das Thema angepackt gehen. Ich wünsche euch alle guten flotten Trippeltour und dass wir viel Austausch haben, dass wir ein bisschen auch die Leute kennenlernen. Es sind bestimmt Leute, die neu an der Gemeinde sind, die auch mitgehen. Ich meine, ich werde immer die interessanten Leute sehen. Natürlich sind auch ein paar Leute von Habsch dabei, aus der Kommission. Ich freue mich auf den flotten Austausch. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui. Ce n'était pas mon anniversaire, ni un autre jour spécial. Nous avons eu notre première dispute hier dans la nuit. Il m'a dit beaucoup de choses cruelles qui m'ont vraiment blessée. Je sais qu'il est désolé et qu'il n'a pas voulu dire les choses qu'il a dites parce qu'il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui. Ce n'était pas notre anniversaire ni un autre jour spécial. Hier, dans la nuit, il m'a poussé contre un mur et a commencé à m'étrangler. Ça ressemblait à un cauchemar.
Je ne pouvais croire que c'était réel. Je me suis réveillée ce matin, le corps douloureux et meurtri. Je sais qu'il doit être désolé, parce qu'il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui, et ce n'était pas la fête des mères, ni un autre jour spécial. Hier, dans la nuit, il m'a de nouveau battue. C'était beaucoup plus violent que les autres fois. Si je le quitte, que deviendrai-je? Comment prendre soin de mes enfants et les problèmes financiers? J'ai peur de lui, mais je suis effrayée de partir. Mais je sais qu'il doit être désolé, puisqu'il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était un jour très spécial. C'était le jour de mes funérailles. Hier, dans la nuit, il m'a finalement tuée. Il m'a battue à mort. Si seulement j'avais trouvé assez de courage pour le quitter, je n'aurais pas reçu de fleurs aujourd'hui. Wir begrüßen euch ganz herzlich heute mitten hier im Adventsfest am Hiesbiegtisch hier in Kleinbetten. Als Adventsfest ist schon bald eine Tradition. 20 Stammen haben zusammen während der Pur-Mainte fleißig gebastelt. Geholfen konnten sie von einem Teil von ihren Männern, die also auch heute Mittag Kaffeestufe machen. Und zusammen habe ich mit der Frau und der Mama von Hohe Kleinbetten, die eine wunderbare Tombola und eine ganz gute Kaffeestufe organisiert haben. Wir haben ganz viel gebastelt, das Jahr um ein Kerl anzubieten an den Allais, als wie alle Jahre für einen guten Zweck, das Jahr für die APEM, für Betten und der Mess und für die Fondation Elvia Engel.
Thank you.